Hallo und herzlich willkommen zurück zur 32. Folge von Alien Isolation. Wir befinden uns momentan auf dem Weg zu dem Aufzug, beziehungsweise zu dem Frachtaufzug. Und ich habe noch keine genaue Ahnung, wie ich da überhaupt hinkomme. Was ist denn los? Hier habe ich auch noch ein Ausrufezeichen. Und die Ausrufezeichen sagen nochmal von Interesse. Ist das wirklich von Interesse? Moment. Ich gucke nochmal eben kurz. Was ist denn hier von Interesse? Da vorne irgendwas. Hä? Jetzt ist es hier vorne auf einmal von Interesse. Okay. Na, so interessant kann es wohl doch nicht sein, sonst wird es mir ja angezeigt werden. Nicht, ist egal. Ich kann momentan meinen Motion Tracker nicht benutzen. Okay, ich konnte momentan meine Tasten gerade gar nicht benutzen. Ich muss das einmal zuhauen. Gut, ich komme hier unten weiter. Da oben ist mir gerade egal, wo es hingeht, weil ohne alles will ich mich hier nicht lange aufhalten. Flammenwerferzeug, Flammenwerferzeug, Flammenwerferzeug. Zumindest sind wir jetzt nicht mehr ganz so verloren und es geht einem schon ein bisschen besser. Und hier ist direkt der Frachtaufzug. Nee, geil. Ist doch hier richtig, oder? Alter. Sehr gut. Drück das Ding. Und Tschüssikowski. Yay! Gut, dass wir doch den Weg gegangen sind. Ich habe schon gedacht, da wäre jetzt eine Sackgasse und ich müsste den kompletten Weg außenrum nochmal zurück. Wait, hab's geschafft. Folgt es Ihnen noch? Ich glaube schon. Ich habe einen Plan. Gehen Sie Richtung der Labore. Du und deine Pläne. Die mag ich ja immer. Hier sind wir die komischen Schächte, wo ich mich nicht reintraue. Kannst du mir denn mal sagen, verraten, wo so ein komischer Labor ist? So ein komisches Labor? Was haben wir denn hier? Der ist cool. Mach nicht so einen Krach da hinten. Puh. Andererseits, ich habe noch gar nicht wieder gespeichert, ne? Sollte vielleicht doch nicht so unvorsichtig hier sein. Hier vorne. Okay, Moment. So, speichern. War das die 8? Nee, achso, ich habe gerade gedacht. Ich hab eine Fahne. Wo ist denn das Ding? Das Ding hier, das E und das F. So. Mach mal auf. Was kann ich denn hier machen? Das ist ein Ausgang. Ein Ausgang ist gut. Und das Ding ist ja auch ein Ausgang, oder? Ach so. Luenz-System-Labor und... Ich glaube, da bringen wir beides momentan nichts. Da ist eine Tür. Was haben wir hier? Noch eine Tür. Mal gucken, wo uns die Türen hinbringen. Die ganz schön dunkle Räume. Moment. Ist halt hier der eine Raum? Nee, oder? Ist halt hier der eine Raum, wo wir schon mal waren? Der Medizinraum, wo der Typ hier in die Tür geschnappt wurde?
Ist das der Raummoment? War da vorne jetzt ein Computer gewesen? Nee, das ist der nicht. Sieht aber genauso aus. Aha. Macht überhaupt gar keinen Krach. Lockt bestimmt nichts an. So, Flammenwerferzeug nachgefüllt. Und immer Infos verstecken. Okay, es spielt hier schöne Musik. Einmal kurz abwarten, ob der irgendwo hier rumläuft. Ist der da hinten irgendwo? Geh mal raus. So. Okay, wir haben schon mal einen Weg zumindest gefunden. Die Sonne. Hier muss doch noch was Tolles sein. Warum gibt es hier einen Weg? Ich will mich hier so gerne umgucken. Ich habe immer den Drang, mich in dem Spiel halt umzugucken, ob es hier noch irgendwas Tolles gibt. Aber das geht ganz schlecht bei Alien. Ne, wie gesagt. Bleibst du mal schön da. Kacke. Die Musik mag ich nicht. So, immer geradeaus. Kann die Musik jetzt mal aufhören, bitte? Die macht mich nur panischer. Da hat nur Schrott dabei. Wow. Der Arsch. Arsch. Ich muss nur an die Tür gucken. What? What, 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 what? Wo ist der? Der kam extra nur runter, um an die Tür zu gucken. Komm, mach. Ja, dreh das Ding auf. Komm, wir haben Panik. Wissen wir. Jetzt mach hin. Komm, Scheiß. Man müsste irgendwie die Animation abbrechen können, wenn man meint, man müsste die jetzt mal abbrechen. Ja komm, alle Hebel benutzen und hopp. Wait, ich bin hier. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Boah, der hat aber auch Aufgaben. Leck mich am Arsch. Stellen Sie den Strom wieder her. Aktivieren Sie das. Machen Sie das. Machen Sie das. Und der Typ sitzt einfach nur irgendwo sinnlos rum und macht gar nichts. Ja, natürlich. Wo bin ich hier? Kann ich hier speichern? Schon ein bisschen assig. Der Typ hat einfach nur gut löllen. Der sitzt da irgendwo rum. Und schickt einfach nur die Leute durch die Gegend. Kommt denn jetzt hier? Oh. Na, Kollege? Hm, was ist denn das? Mich würde echt mal interessieren, ob man am Ende erfährt, warum der eine die ganze Zeit immer verfolgt hat. Da muss ja irgendeinen Grund haben. Habe ich vielleicht irgendein Leckerli in der Tasche?
Weil alle anderen werden hier nicht verfolgt, nur ich immer. So. Aha, so, ich muss da in die Mitte rein. Mhm. Wer kommt denn auf die Idee, den Raum hier so zu bauen und hier die Türen zuzulassen? Oder keine Türen hinzubauen? Der Architekt gehört echt verprügelt. Oh, geil. Geil, geil, geil. Natürlich, die Tür ist zu. Ich muss natürlich außen rum. Alles andere wäre hier auch zu einfach. Und die Tür ist auch zu. Oh oh, die Tür kommt mir bekannt vor. Ich habe mal irgendwelche Screenshots gesehen oder Trailer. Da war die Tür auch bei. Ich mag die Tür nicht. Die kann ich nicht looten, der packt mich gleich wieder an. Na, komm. Mach. Na, das meine ich doch. Arschloch. Kann ich auch nicht looten. So. Das Licht sieht schon cool aus. So, wo muss ich denn hin? Noch ein Stückchen und dann links. Ich gehe mal hier unten lang. Zumindest sind hier nirgendwo solche Löcher in der Decke, was schon mal richtig gut ist. Gehört der Architekt auch nicht so ganz verprügelt. Ja, da blinkt doch was ganz Vertrauliches. Ist ja doch ein Loch in der Decke. So, mal kurz hier reingucken. Was, noch 50 gefunden? Ich bin ja im Paradies. Kann ich mir noch ein schönes Barbecue hier grillen? So. Karte kann ich hier kein. Ich kann ja vorne speichern. Dann mache ich das erstmal. Habe ich gar nicht gesehen. So. Kam der gerade um die Ecke gewackelt oder was war da für ein Geräusch? Ich glaube, die Party kann beginnen. So, wo muss ich hin? Sagt er mir doch nicht. Geschafft! Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Mhm. Glaube ich dir. Stofflenk registriert. Ja, unser Kollege läuft hier noch rum. Also wenn das jetzt nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht. Also so ein unvorstellbarer Aufwand. Hätten wir nicht einfach so von dem Ding flüchten können, müssen wir jetzt komplett das Ding erstmal hier wegbringen oder zerstören. Die Station ist sowieso schon kaputt. Läuft der hier noch rum? Wo ist der denn? Ach, der ist hier rausgegangen. Kann ich irgendwas mitnehmen? Oh
Kacke. Mhm, aktivieren das. Ja, toll. So, jetzt kann ich außen rum einmal. Ich freue mich immer für die anderen auf der ganzen Station, weil die haben jetzt ihre Ruhe. Kann ich direkt rein? Das ist ja Luxus. Da leuchtet so grün. Sieht richtig aus. Ja, natürlich. Dat, dann dat und dat. Wie kommen Sie aus dem Labor? Lass mich raten, das ist die rote Tür, die ich gefunden hatte. Oder ist das die... Ja, das ist die rote Tür, glaube ich, ne? War so klar gewesen, dass der jetzt angeschissen kommt. So, jetzt wird er direkt abgehauen. Muss ich doch nicht zur roten Tür? Ich will da jetzt auch nicht unbedingt hinrennen, weil wir wissen ja, wie wertvoll das Zeug ist. Der Flammenwerfer. Und ihn komplett zu verbraten, ist jetzt vielleicht auch nicht das Schlauste. Schnauze. Ja, mache ich gerade. Oh. Hallöchen. Wo springt er denn da hoch? Mit. Scheiße. Ja, was? 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 Du Arschloch. Was? Alter. Du Stück Scheiße. Wir waren doch fast draußen. Was? Jetzt muss ich zur roten Tür. Leck mich an der Füße, an der Füße. Mach mal den Schacht hier auf. Leck mich an der Füße, jetzt muss ich dahin. Hätte der blöde Pisser nicht noch eine Sekunde warten können, warum hat er sich denn jetzt entschuldigt? Weil er doof ist? Toll. Der läuft immer hier drüber rum. Wow, wackelt das hier alles. Ey, wenn ich hier rauskomme, den verprügel ich den Typen. Nein, den verprügel ich nicht nur. Den will ich quälen. Scheiße. Ja, richtig. Normalisiert. Kann ich doch alles hier vorne machen. Ich muss doch nicht wieder irgendwo einen Schalter suchen, oder? Mach auf. Verpiss dich, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, du sollst dich verpissen.
Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Wie sieht die Hand hier oben? Wir haben auch die scheiß Luftschleuse. Na ja, toll. Irgendein Ausdruckabgleich. Ist der jetzt hier unten oder oben? Der ist hier oben. Jetzt nimmt er aber seine Chance wahr und wartet genau nur darauf, dass ich hier rauskommen muss. Da wartet er jetzt drauf. Ja, stell dich doch mit in die Luftschleuse rein. Fahr zur Hölle, fahr zur Hölle, habe ich gesagt. Mach der Ding zu, 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 mach der Ding zu. Ja, da sollten wir mal ganz schnell rein. Oh. Oh oh. Wow, 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 wow. Au! Oh, Scheiße! Halt dich nur fest, halt dich nur fest, sonst kommen wir da nie mehr hin. Ich hoffe, ich dafür Düsen machen zu kommen. Alter Verwalter! Ja, geh mit dem Footfinger ran und mach oben. Kann mir doch nur ein bisschen Tempo rein. Ist der jetzt weg? Ja, bitte, kein Problem. Boah. Gut, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht. Und ob wir jetzt immer noch Spaß mit dem Alien haben oder ob wir jetzt endlich los sind, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Alien Isolation. Bis zum nächsten Mal.